Der Stoff, aus dem Jump'n'Run Träume sind. Nintendo strickte mit Yoshi's Woolly World ein Abenteuer, das in erster Linie mit seiner unfassbar flauschigen Wolloptik bezaubert, Wii U-Besitzer jeden Alters, aber auch spielerisch problemlos um den Finger wickeln kann. In Yoshi's Woolly World geht's direkt zur Sache. Die friedlich auf dem Wollatoll hausenden Dinos werden von der bösen Hexe Kamek in einzelne Knäuel zerlegt und anschließend wild über die kunterbunte Levellandschaft verteilt. Höchste Zeit für die verbliebenen Yoshis, ihre Kollegen entweder alleine oder zu zweit wieder aufzusammeln. Die Einleitung dauert keine 5 Minuten, dann wird munter in einer Welt drauf losgehüpft, die vor liebevollen Details aus allen Nähten zu platzen scheint. Für den Spieler geht's fortan von Plattform zu Plattform, über bewegliche Wippen und wabernde Wolken, wehende Stoffbahnen und spontan aus dem Boden sprießende Pilzgewächse, die aussehen, als hätte man sie mit Hilfe einer Strickliesel fabriziert. Durch das Öffnen eines Reißverschlusses oder das Aufknüpfen von Hindernissen gelangt Yoshi in neue, teils versteckte Abschnitte, in denen meist Edelsteine und Grinseblumen auf ihren Entdecker warten. Und mit Bonusspielchen, anderen Yoshi-Farbvariationen oder Trickansteckern belohnt werden. Diese Anstecker lassen sich vor dem Start eines Levels aktivieren und machen das Häkle-Heldenleben durch bestimmte Vorteile spürbar leichter. Auf diese Weise wird Yoshi gegenüber Feuer weniger anfällig oder kann sich die ganze Zeit über von Spürhund Schnuffel begleiten lassen, der auch abgelegene Extras zugänglich macht. Die auftauchenden Gegner, ebenfalls filigran aus Garn gestrickt, geknüpft oder genäht, werden von Yoshi traditionell entweder per Sprung- und Stampfattacke geplättet oder verschlungen, um als Wurfgeschoss direkt wieder ausgespuckt oder als Wollknäuel-Munition hinterhergeschleift zu werden. Ein bisschen mehr Geschick und Taktik erfordern die rund 10 Zwischenbosse. Rund 50 abwechslungsreiche Level hat Nintendo auf diese Weise gewoben, in denen der Dino zudem immer wieder unterschiedliche Formen annimmt. Das alles mag mit Blick auf die Vorgänger nicht sonderlich innovativ sein, aber Yoshi's Woolly World ist herzallerliebst in Full HD inszeniert, zu keiner Sekunde langweilig und fordert dank zweier Schwierigkeitsgrade auch alte Gamerhasen. Alles in allem ein kleines Kunstwerk aus Knöpfen und Garn, schimmernden Pailletten und zauberhaften Ideen. Eine davon ist die Verknüpfung mit den Amiibo-Sammelfiguren, die Solospielern einen Computergefährten an die Seite stellt.